Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Ich hatte vor kurzem ein Video gemacht, in dem ich erklärt habe, wie denn ein Tumor entsteht. Und ich habe auch erklärt, dass diese Tumorentstehung eine wirklich gute Sache im Körper ist. Also der Körper reagiert da so, wie er reagieren soll, um den Menschen zu schützen. Und ich habe auch erklärt, worin das Ganze besteht und warum es eben ein Schutz ist. Daraufhin gab es die ein oder anderen Kommentare, dass es vielleicht ein bisschen zu komplex war und eben auch das Verständnis dafür nicht ganz da ist. Jetzt hoffe ich, dass ich mit diesem Video noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann. Auch wenn das, was ich heute erzählen werde in diesem Video, nicht weniger anspruchsvoll ist. Das liegt einfach daran, dass es eben Themen sind, die kann man mal nicht einfach, sage ich mal, in 3-4 Minuten einfach zusammenfassen, sondern man muss sich da in diesem Bereich schon ein bisschen auskennen, damit man eben auch versteht, was ich damit meine. Ich werde euch heute in diesem Video erklären, was die Krebsentstehung mit der parasympathikotonen Aktivität zu tun hat. Ich werde euch erklären, was die KP ist, die kontrollierte Pause, und was das Ganze mit einem Lungenfacharzt zu tun hat. Das sind im Prinzip zwei Themen, die ich hier verbinde, weil es sich sehr, sehr gut eignet, diese zu verbinden. Ich hatte ja erklärt, dass der Stress mehr oder weniger der Hauptfaktor ist, damit überhaupt so eine Tumorentstehung stattfinden kann. Hatte das erklärt mit dem Adrenalin und hatte das auch mit dem Insulin erklärt. Und diese Stresssituation oder Stressreaktion wird ja immer kontrolliert bzw. ausgelöst durch den Sympathikus. Wenn sich jemand mit dem Thema Sympathikus und Parasympathikus nicht auskennt, absolut kein Problem. Ich verlinke einmal in der Videobeschreibung ein Video, in dem ich das erklärt habe, was es ist, wo es im Körper bei uns zu finden ist und welche, sag ich mal, Regularien es annimmt. Und wenn der Sympathikus aktiv ist, dann kann gleichzeitig niemals der Parasympathikus aktiv sein, weil das beides Gegenspieler sind. Das sind Nervenstränge, so gesehen Nervengrenzstränge, die dafür verantwortlich sind, dass eben der Körper in einen unterschiedlichen Modus gerät. Sympathikus ist einmal der Modus, in dem es eben um Aktivität geht, und der Parasympathikus ist der Modus, in dem es eben um Ruhe und vor allem, das ist wichtig für dieses Thema, um Regeneration geht. Das heißt, das vergessen auch immer wieder viele. Der Parasympathikus leitet genau das ein, was wir unter Selbstheilung verstehen. Weil ohne parasympathikotone Aktivität kann der Körper keine Selbstheilung herbeiführen. Auch dann haben wir immer noch ein Problem mit dem Immunsystem, weil eben das Immunsystem so gesehen vom sympathikotonen Zustand nach und nach kaputt gemacht wird. Deshalb, der Parasympathikus spielt vor allem, wenn es um das Thema Stress und wenn es um das Thema Krebsentstehung bzw. Tumorentstehung geht, eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, wir können daraus schlussfolgern, dass eine Tumorentstehung nur dann sinnvoll ist, wenn wir in einem sympathikotonen Zustand sind. Also, wir haben zum Teil eine Hyperventilation, wir sind vorbereitet, indem das Herz viel, viel schneller schlägt, wir einen viel höheren Blutdruck dementsprechend haben, einen viel höheren Puls, wir nicht an Verdauung denken, wir nicht ans Essen denken, nicht ans Trinken denken und schon dreimal nicht an Regeneration. Und dieser Zustand findet sich bei jedem Krebspatienten vor, zumindest bei denen, die eben jetzt auch eine Diagnose bekommen haben, die eben auch das Ganze schon relativ lange haben. Weil was viele nie ganz verstehen, und ich weiß auch nicht, ob ich es in dem letzten Video erwähnt habe, so eine Tumorentstehung entgegen der schulmedizinischen Meinung ist ja nicht begrenzt irgendwie auf 2-3 Wochen. Wenn ihr eine Diagnose bekommt und da eben schon ein Tumor zu sehen ist, dann ist der Tumor meistens über Jahre gewachsen. Das ist nicht einfach in den letzten 2-3 Wochen passiert, sondern das ist ein relativ langer Zeitraum, in dem eben so eine Tumorentwicklung stattfindet. Denn das Problem ist, dass die Darstellung, also die bildgebende Darstellung, nur dann etwas sehen kann, wenn der Tumor schon 1 Kubikzentimeter groß ist.
Das heißt, alles drunter wird gar nicht dargestellt, ist zumeist aber eben schon ganz, ganz lange da und hat eben auch entsprechend keine Auswirkungen. Deswegen ist es eben immer eine falsch verstehende Weise, wie man dann dem Patienten das erläutert, dass der Tumor schon so groß ist, dass der innerhalb von wenigen Wochen gewachsen ist. Nein, das dauert Jahre zum Teil. Und jedes Mal, wenn dann so ein Tumor da ist, haben wir einen sympathikotonen Zustand und nicht nur dann, sondern auch in den Jahren zuvor. Das hatte ich in dem Video erklärt. Wenn wir jetzt diesen Zustand ändern wollen, aus diesem Schutzprogramm unseres Körpers rausgehen wollen, das könnt ihr euch ähnlich vorstellen, wenn wir zum Beispiel im Auto unterwegs sind und es ist irgendetwas kaputt, zum Beispiel, dass dann auch die Motorkontrollleuchte angeht, dann kann es unter Umständen sein, dass euer Auto in ein Schutzprogramm geht. Dann könnt ihr unter Umständen nur noch 60 oder nur noch 30 km/h fahren, um das Auto nicht vollständig kaputt zu machen, um euch auch selbst nicht damit zu gefährden. Und so macht es der Körper, indem er dann beispielsweise so eine Tumorzelle bildet. Wenn wir das Ganze umkehren wollen, müssen wir in einen parasympathikotonen Zustand kommen. Ich hatte ja gerade erwähnt, dass beides nicht gleichzeitig auftreten kann, weil es eben Gegenspieler sind. Das heißt aber nicht, dass wenn wir in einem sympathikotonen Zustand sind, nicht auch den Parasympathikus aktivieren können, sondern es heißt nur, dass wir im Prinzip mehr parasympathikotone Aktivität brauchen als sympathikotone Aktivität, sodass das Gleichgewicht sich verschiebt und mehr der Parasympathikus arbeitet. Und das bekommen wir sensationell gut hin, indem wir mit Atemübungen arbeiten. Hier gibt es eine Faustregel und hier haben eben auch Studien gezeigt, dass 6 Atemzüge pro Minute den Parasympathikus aktivieren. Was meine ich damit? Man muss das Ganze sich so vorstellen, dass eine Ein- und Ausatmung ein Atemzug ist. Das heißt, 6 davon in der Minute aktiviert den Parasympathikus. Das teilt man sich dann normalerweise so ein, dass man 4 Sekunden einatmet und 6 Sekunden ausatmet. Und wenn man das dann eben so macht, dann hat man eben die 6 Atemzüge pro Minute. Das darf man natürlich nicht nur 2-3 Minuten machen, sondern sollte auf jeden Fall zwischen 20 und 30 Minuten ein- bis zweimal am Tag machen, um sich da in den parasympathikotonen Zustand zu bringen. Was da ebenso sehr, sehr gut einfach zur Kontrolle wirkt und auch zum Training, zum Biofeedback-Training, ist ein HRV-Biofeedback-Gerät. Das hatte ich zu einem anderen Zeitpunkt mal ganz ausführlich vorgestellt. Für denjenigen, den das interessiert, verlinke ich auch mal das Video in der Videobeschreibung. Denn der HRV ist auch ein Parameter, der genutzt werden kann, um zu schauen, befindet sich derjenige in einem sympathikotonen oder parasympathikotonen Zustand, sodass man dann tatsächlich auch überprüfen kann, bringt das, was ich mache, zum Beispiel mit den Atemübungen, etwas, um überhaupt den Zustand zu ändern. Das heißt, für jeden, der einfach von sich aus selber weiß, dass er die letzten Jahre über immer wieder in einem unglaublichen Stresszustand war und ist, demjenigen empfehle ich mal wirklich diese Atemroutine in den Alltag einzubauen. Und bei denjenigen, die sagen, ich habe keinen Stress, alles cool. Ihr solltet trotzdem mal in Erfahrung bringen, zum Beispiel durch das HRV-Biofeedback-Gerät, ob ihr denn die Wahrnehmung habt, das überhaupt einschätzen zu können. Weil ich erlebe es immer wieder, ich habe es auch in diesem Video da erklärt, dass einfach dieser Zustand und die Wahrnehmung ein völliger Unterschied sein können. Ich dachte in dem Moment, als ich die erste Messung gemacht habe, auch, dass ich super entspannt bin. Aber ich war eben überhaupt nicht entspannt. Und das schätzt man oftmals falsch ein und dass man eben auch dieses Stressempfinden hat. Und ich spreche hiervon nicht von dem subjektiven Stressempfinden, was jemand als Stress empfindet, sondern ich spreche davon, wie der Körper reagiert. Weil das können oftmals zwei grundlegende Unterschiede sein. Und wenn man dann eben das durchführt, dann kommen wir zum Thema Buteyko. Das ist ein russischer Arzt gewesen, der 1952 eine Atemtechnik entwickelt hat,
der Lungenfacharzt ist und diese Atemtechnik sich vor allem darauf bezieht, dass er Forschungen angestellt hat und ganz klar gesehen hat, dass die Menschen, die viel zu viel atmen, das heißt, dass sie erstens durch den Mund atmen und zweitens, dass sie zum Teil eben ja unglaublich viel ein- und ausatmen, eine sehr hektische Atmung haben, eine sehr, sehr tiefe Atmung haben. Das widerspricht dem, was man heutzutage immer wieder vielen Leuten anrät, dass sie eben sehr, sehr tief atmen sollen. Aber das steht eben ja in dem Gegenspruch zu dem, dass man sich wirklich anschauen kann, dass kranke Menschen immer viel zu tief und viel zu schnell und viel zu oft atmen. Da gibt es einige Belege, ich werde mal welche in der Videobeschreibung verlinken für diejenigen, die das interessiert. Das heißt, Buteyko hat die Annahme mit seiner entsprechenden entwickelten Atmung, dass weniger mehr ist und dass vor allem die Atmung immer über die Nase erfolgen sollte, nicht über den Mund. Und das liegt vor allem an dem Stickstoffmonoxid, was wir eben brauchen in einer normalen Dosis wohlgemerkt, um überhaupt eine Weitung der Gefäße ja herbeizuführen. Denn das ist wiederum ein Problem, denn wenn wir eben ganz, ganz enge Gefäße haben, sei es durch entsprechende Ablagerungen, durch jahrelange schlechte Ernährung, dann muss ganz automatisch viel schneller gearbeitet werden und auch natürlich geatmet werden. Dadurch geht natürlich auch der Blutdruck nach oben. Das ist immer das, was ich sage. Der Blutdruck ist im Prinzip nur ein Symptom von einer Ursache, die bei vielen Menschen einfach nicht bekannt ist, weil man sich grundlegend gar nicht um das Thema kümmert, sondern sich einfach nur darum kümmert, den Blutdruck abzusenken durch Medikamente oder wie auch immer. Das heißt, dadurch, dass dann der Blutdruck nach oben geht, weil eben das Herz mehr arbeiten muss, haben wir eben einen Verlust auch an Leistung. Dementsprechend arbeitet das Herz viel, viel mehr, obwohl es das nicht müsste, weil zum Teil sehr, sehr stark über den Mund geatmet wird. Den meisten fällt das gar nicht auf. Das heißt, über die Nase atmen. Auch diese Atemübungen bitte immer über die Nase einatmen, über die Nase auch wieder ausatmen. Und dann sollte man eben auch schauen, dass man zum Teil auch mal tatsächlich Aktivität provoziert bei dieser Buteyko-Atemtherapie, um dann trotzdem wieder nur mit der Nase zu atmen und immer noch niedrig frequentiert zu arbeiten. Denn was auch hier festgestellt wurde, die Sauerstoffsättigung, die wird definitiv mehr im Gewebe, wenn eben weniger geatmet wird, weil eben auch nicht so viel CO2 zum Teil abgeatmet wird. Das ist eben dann wiederum eine Problematik, die dann wieder in der Hyperventilation endet. Und das haben ganz, ganz viele Menschen und wissen es auch nicht, weil sie es schon als ganz normale Atmung empfinden. Und das kann man eben mit dem Parasympathikus bzw. dessen Aktivitäten messen. Und dazu kann man zum Beispiel ein HRV-Biofeedback-Gerät benutzen. Das heißt, ja, diese zwei Themen gehen ineinander, Parasympathikus, Atemübungen und vor allem Atemübungen nach Buteyko, um eben den Stresslevel so weit abzusenken, dass wir überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, dass eine Tumorzelle sich entwickelt. Bei der alternativen Krebstherapie, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ansätze. Aber bei denen, die teilweise 95%ige Erfolge haben, steht eins immer an erster Stelle und das ist ein Parasympathikus-Training. Dieses Parasympathikus-Training besteht eben genau daraus, ganz gezielt den Parasympathikus zu aktivieren, indem man mit Atemübungen rangeht, indem man mit Meditation rangeht und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die einfachste umzusetzende Möglichkeit ist aus meiner Sicht die Atemübung, weil das kann ich wirklich jeden Tag machen. Da brauche ich niemanden dazu, weil es ist ganz, ganz simpel. Man muss sich eben bloß tatsächlich darauf konzentrieren, dass man aus seinem alten Atemrhythmus rauskommt und vor allem, dass man diese Atemübungen nicht nur für den Moment macht, sondern die Atmung generell umstellt. Dass man nur noch über die Nase atmet und dass man eben auch in stressigen Situationen, auch bei körperlicher Aktivität, nicht anfängt, extrem schnell zu atmen.
Weil das ist nicht eine, sage ich mal, autonome Regelung, sondern ist bedingt dadurch, dass man es auch zum Teil anders nicht gelernt hat. Denn wenn man sich jetzt mal Profisportler anschaut, gerade auch Tiefseetaucher, die ohne Sauerstoff tauchen, die haben genau das perfektioniert. Und man sieht einfach, dass es geht. Und vor allem sind diese auch in einer sehr guten gesundheitlichen Verfassung. Und das liegt eben mit daran, dass sie eben ihren Parasympathikus komplett im Griff haben und nicht immer wieder in eine Stressreaktion, in einen sympathikotonen Zustand gehen und somit dann eben, ja, im Prinzip der Körper in ein Notprogramm fällt als allerletztes, wenn eben gar nichts mehr geht und dann eine Tumorzelle produziert und nicht nur das, sondern eben zum Teil auch mehrere Tumorzellen. Und was da eben noch ganz entscheidend ist, ist der KP, die kontrollierte Pause. Das heißt, du kannst messen, ob du einen guten Gesundheitszustand hast, vor allem auch einen entspannten Gesundheitszustand oder einen kritischen Gesundheitszustand. Was machst du dafür? Du atmest einmal ganz normal, nicht besonders tief, in die Nase ein, atmest dann durch die Nase wieder aus und wenn du keine Luft mehr hast, hältst du die Luft an und dann misst du die Zeit, die du eben ohne, dass du einmal einatmen musst, ohne dass ein richtiger Zwang besteht, wie lange das ist. Und wenn du unter 20 Sekunden bist, ist das definitiv nicht gut und dann solltest du daran arbeiten. Und wenn das über 30 Sekunden ist, ist es auf jeden Fall ein Zustand, an dem man arbeiten sollte, aber der ist vollkommen in Ordnung. Ihr müsst euch dabei aber bitte die Nase zuhalten. Das heißt, einatmen, durch die Nase ausatmen und wenn ihr dann keine Luft mehr drin habt, einmal Nase zuhalten und dann wirklich nur bis zu dem Zeitpunkt warten, wo ihr merkt, euer Zwerchfell möchte Luft kriegen, beziehungsweise euer Zwerchfell möchte arbeiten. Es sind ja die Lungen, die dann entsprechend die Luft brauchen. Und dementsprechend müsst ihr dann bei diesem Zeitpunkt dann wieder loslassen und dann wieder langsam über die Nase einatmen. Wenn ihr bei dieser KP-Testung merkt, dass wenn ihr dann die Nase loslasst und wieder richtig Luft holen müsst, jetzt nicht durch den Mund, sondern dann durch die Nase, dann habt ihr den Zeitpunkt verpasst, dann seid ihr darüber hinausgeschritten. Denn ihr solltet den natürlichen Reflex mitnehmen, der aufkommt, dass ihr wieder Sauerstoff benötigt. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ob ihr das verstanden habt, ob das zu kompliziert war, was es eben damit auch auf sich hat bezüglich Stress und Stressreduktion und Tumorentstehung als Notprogramm. Lass mir doch einfach mal bitte deine Meinung zu dieser Thematik, wenn du eine Meinung hast, in der Kommentarsektion unter dem Video da. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dir einen Mehrwert geboten hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, denen du das gerne weiterleiten möchtest, weil sie eben auch sehr stark unter Stress stehen und eben vielleicht auch schon in einer Krebserkrankung drin sind, dann teile diesen Personen doch bitte dieses Video von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol es doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und ganz wichtig, wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Wieder.